Oh, ich merke schon, der gute alte Vol'jin mag die Zahl 5. Achso, die gehören nicht zu mir. Was ist hier? Großer Mana-Trank, Ahnen-Krummstab. Ihr Namen eingraviert. Würde ich mir mal kurz angucken. Ich wandere allein. Beschwört zwei Trollberserker, die für den Benutzer kämpfen. Was? Ah, cool. Die halten nicht ewig, aber doch ein bisschen. Ja, wunderbar. Gehen wir mal hier rein. Upsala. Achso, ich muss da lang, ne? Genau. Entschuldigung. Wir müssen jetzt hier durch und die Leuchtfeuer entzünden. Gucken wir doch mal. Ah ja, hier. Verdammt. Die Kohlenpfanne wird von einer Art von Meeresriesen bewacht. Wird nicht so leicht, wie ich dachte, daran zu kommen. Ach Quatsch, da kann er gar nichts. Guck mal, tot. Und nun, wie mache ich das? Ach so. Auf der Feuer einfach. Gut, dann nehmen wir direkt die nächste. Und dann dürfen wir nachher wieder zurück zu Strahl gehen. Auch gut. Haben wir hier alles geregelt. Fühlt sich wirklich an wie ein WoW. Du kommst rein, jeder hat einen Auftrag für dich, du regelst einfach alles. Und am Ende hast du, ja, gewonnen und darfst ins nächste Gebiet sozusagen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es hier noch ein nächstes Gebiet gibt, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kann durchaus sein, dass wir jetzt hier im Anschluss, wenn wir hier durch sind in Durotar, ins Brachland dürfen oder so. Wäre doch irgendwie mal geil. Also ich fände es mal cool, wenn man mal ganz WoW in Warcraft 3 drin hätte. Und zwar genauso, wie das hier gemacht ist. Das wäre doch mal lustig. Und dann levelst du halt bis Level 100, 110 und bist dann in Legion und darfst Dämonen prügeln. Das wäre doch mal witzig. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Was ja viele nicht wissen, ist, dass... Warte, so. Ah, da ist eins. WoW basiert auf dieser Engine hier, ne? Also WoW hat dieselbe Engine wie Warcraft 3. Natürlich in einer verfeinerten und ganz anderen Form, aber im Prinzip ist es dieselbe Engine. Was auch wiederum ganz geil ist, weil das heißt nämlich auch, du erkennst WoW, oder anders gesagt, du erkennst Warcraft 3 in jeder Sekunde, in der du WoW spielst, wieder. Immer und immer wieder. Ist doch schön eigentlich. So. Weil ja immer einige nach fetterer Grafik schreien. Und ja, das wäre natürlich möglich. Dann hauen wir sie weg. So, klar, das wäre möglich, ne, die Grafik da zu pimpen, aber eigentlich, ich will das, glaube ich, gar nicht, weil einfach die Atmosphäre dann so ein bisschen Schrott geht, ne? Das alles so geleckt aussieht, wie bei GTA ist vielleicht nicht das richtige Beispiel. Oh, guck mal eine an. Bisschen spät, jetzt sind wir eh fast durch, aber naja. Ja, also ich will ja gar keinen zu krassen Realismus, ich mag dieses Comic-haft, das ist einfach so ein WoW-Standard, das ist einfach geil. So, wir haben noch ein paar. Da ist noch das vierte. Na, schreib's auf die Rechnung. So, und last but not least wird hier unten sein. Ich wandere. Boah, ist der aber groß. Das wird ein harter Kampf. Ah, das glaube ich weniger. Oder? Ihr seid nö, das geht doch wunderbar. Hamm. So, nochmal Level up. Für ihn hier. So, Killerschredder. Kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Oh, mit Vergnügen. Was? 20 Angriffsschaden und Life Leech. Fett. Ja, cool. Nehme ich doch immer wieder gerne. Ihr seid ein Trickser. So, da ist das letzte. Dingo. Pam. Und nun dürfen wir zurück zu Thrall. Haben wir noch irgendwo so ein Portal? Ja gut, kann ich eh nicht verwenden, ne? Ne, wir müssen da ganz zurückgehen. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ja, oder können wir hier abkürzen? Ne, können wir nicht. Gut, dann gehen wir hier durch. Genau, wir gehen hier durch. Dann gehen wir, wenn wir hier sind, quasi in den Zeppelin rein. Und sind auch schon wieder zurück. Super. Das ist natürlich ein fettes Item, ey.
Killerschredder. Leben stehlen. Steht leider nicht da, wie viel, aber ich schätze mal, es werden so 10-20% sein. Krass, ey. So. Ja, und nun? Unsere Wege kreuzen sich. Aber wie komme ich jetzt zurück zu Thrall? Jagt sie raus. Wie komme ich jetzt zurück zu Thrall? Ich habe Witterung aufgenommen. Geht doch aber gar nicht. Ach so. Stimmt, das war ja gar nicht da, ne? War ja hier unten. Nein. Warte. Auf der Pirsch. Hm, was macht der? Unsere Wege kreuzen sich. Können wir da hinlaufen? Warte mal. Ja, das geht doch gar nicht. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Na, egal. Warte mal, wir gehen mal dahin. Nein, 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 nein. Halt, dahin. So. Bin zur Spurensuche bereit. Müssen wir hier manuell runterlaufen? Die checkt das nicht. Ah ja, und wir haben wieder Respawn. Natürlich. Jagt sie raus. Natürlich perfekt für ihn, weil er auch noch critten kann. So. So, lalalala. Durchlatschen. Ja, weil der halt auch critten kann, ne? Der hat ja hier dieses Trunkenbolt. Das heißt, er hat eine Chance von 14% auszuweichen und 10% Chance auf Faktor 3 hoch zu critten. Und das halt gepaart mit Lebensraub. Das ist natürlich mega fett. Kommen teilweise auch wieder Erinnerungen an diverse Fun-Maps. Solche Hero-Defense-Maps, kennt ihr die? Wo du so Wellen von Gegnern hast, die immer so ankommen. Und du levelst und wirst immer stärker und stärker, kaufst dir Folianten und irgendwelche Items, die dir Lebensraub geben und was weiß ich was alles. Das war richtig geil früher. Ah ja, die guten alten Fun-Maps in Warcraft 3. Awesome. Irgendwann haben da nur auch irgendwelche Bots gehostet, leider. Und dann musste man immer die Maps spielen, die die Bots da gehostet haben. Aber, naja. So. Ich habe Witterung. Rein ins gute Gemüse. Und wir sind zurück in Durotar. So. Interessant übrigens, da steht erster Akt. Also könnte durchaus sein, dass es noch einen zweiten Akt gibt. Mal gucken. Ich renne es hier einfach mal durch. Weil der blöde Respawn, der nervt mich langsam. Ah, okay, die warten doch oft so ein bisschen aufeinander, ne? Also beim Angriffsbefehl nicht, aber beim normalen Move-Befehl hier, da warten sie aufeinander. Und hier ist wieder alles voller Respawn, natürlich, ja, ja, ja. Ich komme später zu euch, vielleicht auch nicht. Außerdem, wenn ich das Land hier ausrotte, ne, ist auch langweilig. Stell dir vor, die ganze Erde würde nur noch aus ein paar Menschen bestehen. Keine Tiere, nichts mehr da, alles tot. Ne, das wäre ja das Ergebnis, was dann hier passiert, wenn ich alles immer wieder wegkloppe. So. Gut, dann gehen wir mal hier zu Thrall. Ich wandere allein. Gucken, was er uns zu vermelden hat. Ja, der Grunzer ist tot. Egal. Hauptquest abgeschlossen, die Signalfeuer. Schön, dass ihr wohlbehalten zurückgekommen seid, Rexar. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Meine Späher ließen mich wissen, dass die Darkspear-Trolle küstenabwärts gelandet sind. Unter dem Schutz der Horde werden sie sicherer sein. Die Situation mit den Menschen hat sich weiter verschärft. Man informierte mich, dass sie einen Botschafter zu Verhandlungen herschicken. Wir treffen uns gegen Mitternacht auf dem Klingenberg. Ich weiß nichts, Rall. Ich finde, das hört sich nach einer Falle an. Lasst mich an eurer Stadt gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir Jaina Proudmoore eine Falle stellen würde, Rexar. Und selbst wenn, gehe ich keinem Kampf aus dem Weg. Vertraut mir einfach. Wenn ihr recht habt, haben wir nichts verloren. Hauptquest, der Gipfel, nach Klingenberg reisen. Natürlich, er vertraut uns, den er jetzt vielleicht einen Tag kennt. Naja, egal. So, Klingenberg ist hier unten. Okay.
Da können wir uns aber durchschnetzeln. Da müssen wir quasi... Da können wir hier so lang gehen, ne? Genau. Wir gehen einfach hier so den Weg lang. Machen wir einen Angriffsbefehl dahin. So. Warte mal, wo ist denn Misha? Misha ist immer weg. Kleiner Mistkerl. So. Er will sich immer drücken, weißt du? Hat Angst. Verständlich. Ich habe Witterung aufgenommen. Wobei ich sagen muss, Durotar ist tatsächlich jetzt gar nicht so gefährlich. Ne? Es fühlt sich eigentlich fast schon heimisch an. Könnte den ganzen Tag rumhängen. Mit meiner Gang. Mit den Hobies. So. Ja, komm, hau mal alle weg. Was soll's? Bisschen Gold. Ich habe 10.000 Tacken und ich weiß nicht, was ich mit tun soll. Meine Inventare sind voll. Ist die Mehrzahl von Inventare? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall alles voll. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Ich kann nur noch austauschen, aber ich brauche es auch eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht hätte man doch hier einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen sollen, aber jetzt ändert es auch nicht mehr. Ne? Jetzt machen wir hier weiter. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, ist denn schon Mitternacht? Nee. Achso, wir müssen noch ein bisschen weiter, ne? Wir müssen dahin. Mitternacht, hat er gesagt. Tja, da müssen wir eine ganze Zeit lang warten. Ich wandere allein. Oder auch nicht. Umso besser. Das ist es. Gleich dahinter liegt der Treffpunkt. Seid gegrüßt, Menschen. Wurde auch Zeit, dass ihr erscheint. Was soll das alles bedeuten? Dieser Oger kann nicht der Kriegshäuptling der Orks sein. Und ihr seid nicht Jaina Proudmoor. Jaina? Wie kommt ihr darauf, dass sie... Ach, genug dieses Geschwätzes. Wir hatten gehofft, wir könnten euren elenden Kriegshäuptling in die Finger bekommen. Aber ihr müsst eben genügen. Schlagt zu! Ich wusste es. Ich wusste, dass es eine Falle ist. Ja, ich wusste es natürlich auch. Aber wir werden uns natürlich erfolgreich verteidigen. Pass auf, wir machen ein Schweinchen und dann machen wir den hier. So, Freunde, hier kommt die Horde. Und sie trampelt euch alle nieder. Wie geil, die haben keine Chance. Bumm. Sagt mir, wer euch geschickt hat, Mensch. War es Jaina? Törichtes Tier. Ihr habt ja keine Ahnung, was auf euch zukommt. Das ist erst der Anfang. Tja, das hat Thrall nicht besonders gut gefallen. Aber wir sagen es ihm natürlich. War ja eh klar, ne, dass die uns hier verprügeln wollen. Ach ja, er ist auch wieder dabei. Natzgrill. Natzgrill. Der kleine Natzgrill. Im Spieleparadies. Oh ja, das ist ein bisschen falsch. Genau. Jetzt rechts abbiegen. Sehr gut. So. Ah, wieder respawnen. Ja, komm. Warte. Ein bisschen rumprügeln hier. Zack, zack. Bum, bum. Ja, auch noch hier. So. Okay. Haben die beiden hier dieselbe Aura? Sieht so aus, ne? Aber die müssten ja auch, ich glaube, auch ins Decken auch miteinander. Ich bin mir gar nicht sicher. Es scheint ja nicht wirklich zu schaden. So, Hauptquest abgeschlossen, der Gipfel. Ihr hattet recht, Rexar. Ich hätte euren Instinkten trauen sollen. Dennoch kann ich nicht glauben, dass Jaina so etwas versuchen würde. Vielleicht sollten wir es mit der direkteren Methode versuchen. Rexar, ich habe Jaina Proudmoor einen Brief geschrieben und um eine Erklärung für diesen Wahnsinn gebeten. Ich möchte, dass ihr euch in ihren Stützpunkt auf der Insel Terramor schleicht und ihr das Schreiben persönlich überbringt. Verlasst euch auf mich, Thrall. Aber ich könnte Hilfe brauchen, um die Verteidigungsanlagen der Menschen zu umgehen. Ich habe diesen Zeppelin gechartert, auf dass er euch zum neuen Dorf des Darkspear-Stammes bringt, wenn ihr bereit seid. Wenn ihr dort seid, wird Vol'jin dafür sorgen, dass ihr jede erdenkliche Hilfe bekommt. Viel Glück, Rexar. Die Zukunft Durotars liegt in euren Händen. Und da fliegen wir also dahin. In die Lüfte.
Richtung Menschenland. Fortsetzung folgt, aha. Die Sage wird schon bald mit zwei kostenlosen Episoden fortgesetzt. Zweiter Akt, alter Hass, dritter Akt, Glanz und Glorie. Loggen Sie sich im Battle.net ein oder besuchen Sie, sobald Sie verfügbar sind. Aha. Okay, interessant. Warte mal. Haben wir das schon? Ha, haben wir schon. Sehr gut. Brauche ich mich nirgendwo einloggen? Das ist ein cooles Bild hier. Ich glaube, das nehme ich hier also als Thumbnail. Das gefällt mir echt gut. Also Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge beginnen wir mit Kapitel 2, dem alten Hass. Also, bis gleich.